Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Dies ist das erste Video zum Thema Exoplan, also Implantatplanungen und Erstellen von Bohrschablonen mit der Exocad-Software. Und wir werden jetzt gemeinsam die einzelnen Schritte hier einmal abgehen. In diesem ersten Feld können wir hier die Daten mit der linken Maustaste umkreise ich jetzt mal die Bereiche, die ich vollständig weghaben möchte. Zu können. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video bisher gefallen hat und wir starten dann im zweiten Video mit der Positionierung der Modellzähne.